Welcome back zu TPA Season 3, Spieltag 5. Alleine? Ich hätte nicht gedacht, dass ich alleine bin. Der Jerry ist nicht da. Gerade. Ich weiß nicht, der antwortet mir nicht. Und uff, ich kämpfe jetzt einfach. Weil unsere Gegner tatsächlich auch alleine sind. Dazu werde ich gleich noch kommen. Wir sind wieder zurück. TPA Season 3, Spieltag 5 gegen. Mit unserem Team erstmal. Relax, Lexos. Und gegen die Submission Substitutes. Wir gucken uns, also von Schmock und dem lieben, ich habe seinen Namen vergessen, Anil, glaube ich, war es. Was, Anil? Ich glaube, es müsste Anil gewesen sein. Let me look up. Ich muss den Kader nochmal öffnen. Es war ein bisschen spontan, dass wir jetzt, also eigentlich sollten wir sowieso jetzt kämpfen, aber es war ein bisschen spontan, dass beide ohne Mates zocken. Deswegen. Ja, von Anil. Denn Schmocks Mate Anil und mein Mate sind beide nicht da. Und wir haben gesagt, come on, fuck it, wir machen jetzt ein One-on-One. Für ihn, sein Mate ist es okay, Jeremy frage ich einfach nicht. Deswegen, jo. Wir haben im gegnerischen Team eine Defensive, an der wir, glaube ich, nicht vorbeikommen werden. Ich bin halt sehr pessimistisch, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben so ein bisschen, wir sind ein bisschen unvorbereiteter diesmal. Weil wirklich diese Woche war ich unmotiviert as hell. Einfach, weil ich jetzt Internet wieder hatte, zwar, aber dieses Teambuilding, oh, es war anstrengend. Und wir haben es jetzt fertig gemacht, zwar ich und Jeremy. Sehr viel kam von Jeremy, muss ich sagen. Ich werde so ein bisschen darauf gleich noch eingehen. Aber zusammen mit halt Vino, Zapdos, Erox, Lavados nervt halt auch. Die haben fucking viele Prios, die halt unsere Monster halt einfach nerven, wie zum Beispiel Taubos ist halt eigentlich ganz geil in diesem Spieltag. Dann kommt halt dieses gegen Wolverock. Und Wolverock ist halt einfach. Yeah. Und dann kommt. Dann denkt man sich, okay, Panferno ist eigentlich okay, diesen Spieler. Und dann kommt da fucking Slow Bro. Und du denkst dir, yeah. Und dann Donphan. Bleh. Und. Oh, es ist so schwer gegen dieses Team. Und ich glaube, es ist vielleicht mit das schlechteste Matchup, was wir hätten bekommen können. In meinen Augen. Ich finde es absolut terrible, das Matchup für uns. Aber wir haben versucht, alles zu geben. Ich sag's versucht. Und wir kommen einfach direkt, glaube ich, dem, was wir denn alles heute dabei haben. Denn dabei haben wir heute Russell wieder. Diesmal haben wir es durchgezogen. Wir spielen Chest Smash, Heavy Slam, X-Scissor, Stone Edge mit Sturdy und der Lychee Berry. Dass wir, wenn wir auf Sturdy gehauen werden, nochmal plus 1 sind, was uns ein bisschen helfen kann. Dann Mr. Fista, Infernapo, Choice Scarf, mit Flare Blitz, Close Combat, Stone Edge und U-Turn. Da wir keinen Punch spielen, brauchen wir auch keinen Iron Fist. Deswegen spielen wir Blaze. Damit Fight wir low sind und macht der Flare Blitz halt nochmal ein bisschen mehr Schaden, was halt eigentlich in manchen Fällen eigentlich ganz gut sein kann. Kale ist wieder dabei, klassisch, diesmal mit Tailwind, wieder. So dass wir halt nochmal einfach insgesamt, wir brauchen den Roost nicht, ich bin ehrlich. Im Matchup gibt es keine Chance, uns mit dem Ding einfach irgendwo gegen zu heilen. Und das Set ist übrigens, also nur ganz zur Info, das Krusty Set ist fast komplett von Jeremy, außer das Item und Heavy Sam, das habe ich ersetzt. Das Infernape ist eigentlich fast genauso von Jeremy, außer ein bisschen das Moveset. Und die Invest habe ich halt auch noch überarbeitet, aber ich will Jeremy einfach diesen Spieltag appreciaten, wenn wir gewinnen sollten, oder halt verurteilen, weil er viel gemacht hat. Dann das komplette Pidgeot ist komplett von Jeremy. Das Aromatis ist fast komplett von Jeremy. Ich habe den Reflect, wir hatten erstmal Lightscreen drin, habe ich gesagt Reflect, weil wir was wir für Steph brauchen, weil wir Callmind dabei haben und Spätsteph sind. Und ich habe Moonblast reingemacht für Toxic, weil wir uns eher heilen wollen und aber auch Damage machen wollen, weil Jeremy warum auch immer Callmind ohne Blast spielen wollte. Dann haben wir wieder Dublade dabei. Dublade ist eigentlich so wie immer, nur diesmal komplett für Steph. Und mit 4 Attacken. Ich dachte mir, komm, Pursuit, Psycho Card, Shadow Claw, Iron Head, brauchen wir alles. Und dann haben wir noch Chimeko. Bisschen trolliger heute mit Chimeko, aber wir wollen es einfach mal testen. So, wir haben offen unsere kleine To-Do-Liste. Darunter ist auch, jedes Mon einmal mitnehmen und einmal Quick Claw spielen. Und wir werden jetzt alle Mons einmal in die Richtung gehen. Und Jeremy wollte unbedingt Quick Claw mal spielen und ich erfülle ihm mal einfach diesen Wunsch und habe jetzt dieses schöne Quick Claw Chimeko hier gemacht. Es ist so behindert, ich weiß. Ah, jedenfalls, ich hoffe, es geht heute alles gut aus und wir sehen uns jetzt gleich beim Kampf. Okay, wir sind drin.
Good luck. Have fun. Ich muss diesmal nicht schreiben wegen Ironie oder so. Google, ist es dein Ernst? Jedes scheiße Mal. Junge. Alter. Ich zitter. Ich zitter. Okay. Wenn ich mir das so angucke. Was haben sie? Was haben sie? Was haben sie? Was haben sie? Oh, let me analyze this shit. Was fehlt? Donphan fehlt. Mein Kopf ist gerade nicht da. Hilfe. So. Donphan fehlt. Dann Dissor fehlt. Und ja, das komplette CD-Tier fehlt. Bedeutet, die haben nur eine Prio mit Lycanroc dabei. Snowbro, okay. Okay. Rebombi ist dabei, okay. Ich bin mir nicht sicher, mit was ich hier leaden will, bin ich ehrlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Lycanroc Re-Lead kommt. Lycanroc Dusk. Weiß jetzt nicht. Sag mal her. Aber wie viel? Deck die Hälfte. Wo ist der Reflect? Oh, Reflect nochmal. Da. Hälfte des. Heißt, mit Reflect würde ich bei Hits tanken. Was ist das Beste für ein Lycanroc Lead? Aber, na komm, wir machen's. Ich gehe mit Infernape First rein. Ich fühle mich da am sichersten. Okay. War ganz okay. So, eigentlich ist das Ding, glaube ich, schneller als ich. So. Mit dem Flare Blitz kill ich es. Das Ding dürfte mich auch nicht killen. Was könnte jetzt hier reinkommen, ist die Frage. Wird der rechnen, dass ich rausgehe? Er könnte halt jetzt hier Rocks legen. Er könnte halt hier Exelrock einsetzen. Oder halt drin bleiben. Ey, wenn das Ding hier tot ist, dann sehe ich halt gute Chance für Russell danach. Und ich bin mir nicht sicher. Oh. Ja, das Ding könnte hier Scarf sein. Das Ding könnte hier Sash sein. Das Ding könnte hier Life Orb sein. Könnte aber auch hier Bandit sein, so. In jedem Fall kommt hier rein. Was wechselt sie in den Infernape rein, gefühlt? Da schmeißen sie rein. Wahrscheinlich Slowking, ne? Könnten halt den Slave Switch in mit Slowking machen. Der halt dann richtig. Slowking hat ja richtig Bock gegen mich. Aber ich glaube, ich gehe hier erstmal auf die Obvious. Ich glaube, es hat Sash, okay. Es ist Sash. Will run, okay, das killt mich hier. Ah, fuck it. Aber eigentlich, muss ich sagen, gar nicht mal so bad für mich hier. Weil das Ding ist jetzt low. Das Ding ist richtig low. Es war aber Sash. Ich bin jetzt den Gamble eingegangen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was ich machen will. Ich könnte gucken, warte mal kurz, was das Ding macht. Was hat Drillrun dabei? Fuck, Alter. Lycanroc. Lycanroc Dusk. Das hat schon mal. Okay, das hat schon mal Focus Set. Das kann ich schon mal eintragen. Dann halt. Ja, okay. Warte mal, war der. Oh mein Gott, der Drill Run Crit war ein. Oh mein Gott, das hat gemattert. Nicht dein Ernst. Ich hätte gelebt. Was? Aber nee, warte. Nee, oder? Warte, nee, nee, ich bin. Nee, der war nicht mattert. Nee, 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 alles gut. Der hat nicht gemattert. Eins gewesen. All easy, all easy.
Na komm. Bin einfach viel zu nervös. Aromatis. Kann da reinkommen. Der Theorie. Hängt eigentlich nicht. Weil jetzt halt. Haben halt sehr viel Spezielles. Ich würde jetzt hier. Wait. War ich's weg? 61% Chance. Bleiben die hier? Decken die das Ding hier? Ich glaube. Eigentlich bin ich darauf gambeln, dass das Ding hier drin bleibt. Wenn nein, drücke ich hier CM. Obwohl, CM bringt mir nichts, oder? Will ich hier dubbeln darauf, dass jetzt das scheiß Kino reinkommt? Oder gehe ich hier auf Moodcast? Hätte auch überlegen können, ob ich auf Doublade gehe, aber ich weiß nicht. Oh, ich glaube, hier auf Doublade gehen wäre besser gewesen. Oh ja, mit Doublade wäre viel besser gewesen. Alter. Blöd. Vino. Or macht uns mit Platsch. Sagt das gerade. Oh mein Gott, bin ich. Also, hier. Möglichkeit Nummer 1. Dann. Ich guck grad nach. Glaube ich. Also, es gibt drei Möglichkeiten. Ich drücke CM, ich drücke Fast oder ich gehe raus. So. Die Fleck bringt mich hier, glaube ich, nicht. Denke ich mal. Ich habe Leftovers. Könnte zwei Hits tanken. Könnte. Das Problem, was ich hier halt jetzt sehe, dass insgesamt halt. Ich möchte dieses Ding dort bekommen. Wenn es jetzt hier drin bleibt, nicht CM drücke, dann ist es halt Fail. Wenn ich jetzt hier rausgehe und es drin bleibt, auch. Wenn ich jetzt hier Mutas drücke und es rauswechselt, bin ich in einer Kackposition. Was mache ich? Welchen Switch? Ich habe halt als Switch gegen. Nur nicht so. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie das Ding hier sacken wollen. Ich weiß nicht, oder sie wollen die Prio. Obwohl, sie wollen die Prio doch bestimmt für Pidgeot aufsparen. Wenn. Pidgeot ist halt Rebombi, sonst. Und ich weiß nicht, ob. Wissen, dass wir halt. Was die Klasse. Dabei haben. Könnten jetzt aber auch hier Rocks legen. Stimmt. Rocks könnte ich mir auch vorstellen. Wegen Cross ist Sturdy. Das zu brechen. Ich kann mir vorstellen. Ich überlege gerade. Moomblast KD. Ja. Bleiben die hier drin, legen sie Rocks, greifen sie uns an. Warte, kann das Ding Iron Head? Wenn ja, wie viel macht der Iron? Auch wichtig. So. Up. Arme Lycanroc. So. Okay. Das müsste Iron Head können, wenn ich. Iron Head. Was? Das hat eine Chance zu.
Aber nee, es war Life Orb. Life Orb. Nee, das hat dann keine Chance zu killen. Okay. Wichtig. Und deswegen glaube ich, gehe ich auf Moonblast. Drücken Rocks. Okay, das ist richtig huge. Oh, das ist huge. Scheiße, ist das geil. Okay. Crossle hat hier eine gute Chance jetzt. Denke ich. Dino kommt rein. So. Das war klar. Mega Venusaur. Mega. So, das ist jetzt ein Fist Death. Ich mache jetzt mal auf Spets Death. Wenn sie Attack sind. So, oder warte mal, ich mache mal jetzt hier Modest. Ich will mal gucken, wie sie Full Attack Modest sind. Das kann ich mir vorstellen, dass sie es hier spielen. Können sie dann auf plus 1 Death? Wir können halt nicht die ganze Zeit dagegen. Wir können dagegen nicht. Ich muss hier eigentlich raus. Ach, Mega Venusaur könnte jetzt hier Lead Seeds drücken. Ja. Also, das kann hier Lead Seeds drücken. Aber es kann. Okay, das könnte auch hier Earth Power drücken. Deswegen, ich hatte überlegt wegen Dublade. Aber ich überlege. Glaube, ich gehe hier auf Team Echo und drücke hier Defog. Und sack das Ding dann. Weil, wenn Chimeko. Chimeko hängt eigentlich von einem Modest viel. Und das kann sich auch noch gegenheilen. Beziehungsweise, wir können halt jetzt ein bisschen versuchen, die so ein bisschen zu stallen mit Chimeko. Ich glaube, das ist gar nicht mal so bad. Chimeko ist halt hier richtig geil, bis halt Moltres reinkommt. Moltres könnten wir halt dann. Könnte dann auf einen Toxic Predict gehen und dann ist Moltres getoxigt. Und sowas. Ich glaube, Chimeko ist hier. Wo? Sludge Bomb kommt, das macht nichts. Ich kann hier einmal in Ruhe defoggen. Weil. Obwohl, das könnte Knockoff dabei haben, ne? Kann Knockoff haben, glaube ich. Oder hat es irgendeinen anderen Dark Type Move? Hat Knockoff, aber ich weiß. Warte, erstmal kann ich kalken, ne? 28% Sludge Bomb ist defensiv. Das ist auf keinen Fall. Das ist. Lass mich mal. 28%, wenn sie jetzt, sagen, die sind. Ja. Keine Ahnung. Limit passt 28%. 28% ist eine Max Roll, Max, also High Roll, defensiv. So. Bedeutet, die sind auch nicht minus Spez Attack, so, die sind halt probably, haben wir den selber Schaden gemacht? Nein, so. Ich möchte jetzt auch nicht testen, wie viel Schaden wir dem machen würden, weil ich weiß, dass sie hier rausgehen werden. Und entweder drücke ich hier Toxic, oder ich drücke hier Defog. Und ich glaube, ich drücke Defog und dann Toxic und hoffe, dass die Quicklaw triggert. Auf Moltres raus. Verkommt. Und. Glaube, ich gehe jetzt hier auf den Toxic und gehe danach direkt in Crossle. Weil, wenn sie mich jetzt hier umbringen, dann kann Crossle gegen Moltres. Gala Moltres, ja. Kann Nasty spielen, wie es will. Lange es jetzt nicht physisch ist, ein Dual Wingbeat dabei hat, kann es eigentlich mich nicht killen. Mein Crossle. Bedeutet, ich drücke hier Toxic und hoffe, dass die Quick Claw triggert. Ha! Quick Claw hat getriggert! Ha! Quick Claw hat mich gerettet! Oh, geil! Okay. Crossle. Und Shell Smash. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich nicht Shell Smash drücken sollte. Komm,
So. Jetzt. Wir haben nicht die plus 3. Der hat uns nicht in die Range gehauen. Die sind auf 82%. X-Scissor killt noch nicht auf der Range. Kann nicht eingehen, dass die mich killen. Ich muss hier Stone Edge treffen. Shift down. Okay. Okay. Vino kommt rein. Vino ist zwar mega. Es war das größte Problem auf plus 2 trotzdem. Wenn das für Steph ist, dann geht X-Saison nicht, glaube ich. Sowieso Stone Edge macht am meisten Schaden. Ich drücke jetzt hier Stone Edge einmal. 70, das ist Spät Steph. Ah, Giga Drain killt, okay. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt... Ah, fuck, Alter. Ich musste. Das ist Spätstef. Interesting. To be honest. Aber jetzt, wenn ich mir denke, das ist Spätstef und auf dieser Range... Peter Pidgeot. Peter Pidgeot, Steve. Ich guck jetzt kurz. Spätzte, Spätzte. 41. Roll. Das ist eine Roll. Das ist eine ganz miese Roll. Ah, das ist Pidgeot mit normal. Oh Gott, ich hab mich auf Mega gestellt. Ja, das geht. Mega Evo. Jetzt ist die Frage: Gehen sie hier raus oder nicht? Wie viel macht mir danach ein Rebombi? Oder, ne, beziehungsweise Tab, das ist halt eher das größte Problem hier. Das Discharge macht weh, tut weh. Ich könnte jetzt was gegen Tab, das habe ich halt. Dann danach Aromatis. Ich könnte danach einfach in Aromatis rausgehen eigentlich. Glaube ich. Ich gehe hier eigentlich auf den Hurricane, falls sie sacken. Und hoffe, dass sie sacken, würde ich sagen. Wir gehen hier auf Zapdos. Okay. Komm. Okay, Confusion, komm. Das war 33. Huch. Das ist ein offensives. Das ist ein offensives. Das ist ein offensives Zapdos. Da gehe ich sowas von den Aromatis rein. Ich. Ja. Da muss ich in Aromatis rein eigentlich, weil... Duplate, ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, Heatwave, das kann Heatwave haben, stimmt. Das kann Heatwave haben. Weg. Aromatis hier. Muss. Boost kommt. Und warum sollte ich jetzt hier nicht Comment drücken? Ich kann hier Comment drücken. Joking kommt. Okay. Joking. Ich... Kann ich hier nicht nochmal Chrome eindrücken? Warum denn nicht? Hat, kann Stoking haben gegen mich? Wechseln Sie hier. Hat Stoking. Oder. Das hat Iron Tail, aber. An Toxic haben wir, ich habe Aromatherapie, also. Toxic kommt. Dezent egal. Kann wieder CM drücken. Aromatherapie.
jetzt nochmal Toxic gedrückt haben, ist nicht. Okay. Ich bin jetzt auf plus 3. Oh, meint. Da warte mal kurz. Ich will nur kurz gucken. Or. Noch ein Comment und Vino kriegt Schaden. Glaube ich. Er kann danach sterben. Auf Fischer Damage kriege ich. Darf die 12 Damage. So. Dann einmal hier noch Sam. Ich glaube, ich kann das noch einmal machen. Jetzt. Einmal jetzt. Warte mal kurz. Ich würde jetzt hier noch einmal Aromatherapie. Warte mal kurz. Überleg gerade. Ding ist halt immer noch schneller als ich. Aber kann ich jetzt hier einfach Moonblast spammen? Weiß es nicht. Glaube ich, mach's so. Warte. Ich würde hier einmal Aromatherapie drücken. Dann Moonblast Aromatherapie immer abwechseln. Ich glaube, das ist der Play. Psyche kommt. Psyche kein Wilma hoch. Lost. Aromatherapy. So. Ich habe noch 4 Aromatherapies und ich glaube, ich kann das gewinnen. Ohne Toxic hier reingehe. Back off, perfekt. Blast. Okay. Kommt. Wenn ihr in E-Slack aufdrücken und wir durch den Slack auf, wenn sie so Slack aufdrücken, können wir uns mit Live Up hochheilen. Gute. Beziehungsweise. Glaube ich, was ich mache. Glaube ich, weiß, was ich mache hier. Ich nehme einmal die 12 Damage. Ich nehme einmal die 12 Damage und gehe auf Command. Drück jetzt die Aromatherapy. Weil jetzt mache ich mehr Schaden als der Stack-Off. Okay, ich habe den Spätstaff-Drop bekommen, aber das ist jetzt egal. Mir geht es jetzt hier um den Damage. Toxic kommt. Spätz-Attack-Drop kommt. Kann hier Aromatherapy drücken. Warte ganz kurz. Komm. Crit mattert nicht. Fuck yes. Ich kann jetzt durchdrücken. Ich müsste durchdrücken dürfen. Eigentlich. Weil ich nehme 2 Mons jetzt noch mit. Und das letzte kriege ich mit den letzten beiden Mons. Egal welches. Ich nehme 2 mindestens mit. Weil, wenn sie Rebombi als letztes überlassen, eigentlich müsste ich alles mitkriegen. Aromatis, oh mein Gott, ich liebe dich. Jeremy, dein Set.
Jeremy, dieses... Ich glaube, ich habe nicht gerade... Ich habe okay gespielt, diesen Kampf. Aber ich glaube, dieser Switch-In auf Slowbro war halt so... Aber Alter, dass die Toxic getriggert hat, ne? Mit der Slow... mit der Quicklaw. Dass die Quicklaw getriggert hat. Ich glaube, das wird Jeremy so glücklich machen. Das wird Jeremy so glücklich machen, dass es geklappt hat. Oh mein Gott, ich bin gerade... Ich darf es nicht jinxen, aber oh Gott, das wird knapp. Ich dürfte hier eigentlich durchspammen dürfen. Weil der Toxic macht jetzt erst 18, 32 und dann killt er mich. Kriegen halt jetzt zweimal Chip raus. So. Hat das... Das Ding hat doch kein Haze oder so. Drücken hier Moonblast einfach. Thunderbolt kommt. 9%. One Hit. Bitte schick hier. Egal was du machst, das Mon, was du reinschickst, müsste tot sein. Und Rebombi kriege ich mit Dings raus. Rebombi kriege ich eigentlich mit Dublade raus. Beziehungsweise Rebombi dürfte. Also ich kann mal kurz gucken, ob Specs Rebombi überhaupt mein Pidgeot killt. Kann ich jetzt gegen jetzt einen Kill Pidgeot geben? So. Please. Oh Gott, nächster Spieltag wird Katastrophe, fällt mir gerade ein. Oh Gott, ich habe Jeremy versprochen, dass er das nächste Teambuilding machen darf. Wenn ihr das hört gerade. Nächste Woche wird witzig. Jetzt kommt Rebombi. Okay. Ich gehe hier auf Moonblast. Weil Moonblast... Oder warte kurz. Ich kalk das jetzt nach. Rebombi. Auf, Okay, let's go. Was kommt. Bats Attack Drop kommt. Aber das ist probably ein GG. Das ist, glaube ich, ein GG. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich hier 3-0 gewinne. Aber ich weiß, dass ich danach mit eigentlich Dublade. Okay, er geht hier offen. GG. Holy. Gott. Fuck, ey. Das war Stress. Ey, ich bin froh, dass ich mich beruhigen konnte. Ich glaube, hätte ich mich nicht beruhigt, wäre mein Kopf einfach gefickt worden von diesem Stress. Ja, wir haben 3-0 gewonnen diesen Spieltag und haben unseren zweiten Sieg. Ja, ich kann nicht viel sagen, außer ich bedanke mich fürs Zuschauen eigentlich nur. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur TPL Season 3, Spieltag 6. Lasst gerne ein Like und Abo da, könnt auch gerne bei den Leuten in der Videobeschreibung nachgucken. Bei Tired und bei Zato auch immer gerne die TPL Talks abchecken. Anime-Kanal auch unten abchecken, vielleicht kommt da irgendwann bald mal wieder was. Ich hoffe, es ist vielleicht auch nicht Planet. Ich hab da so, wir könnten mal auch was anderes bringen auf AWF. Ich glaub schon. Ideen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so mit mir, Andy, Benny, Jeremy so gerne als Kombi sehen wollt. Weil wir könnten ein paar witzige Sachen spielen, wie zum Beispiel Gartic Phone. Das ja, haben wir auch schon privat gespielt, aber noch nie richtig aufgenommen. Das wäre eine Idee, theoretisch. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!